Willkommen zur Pressekonferenz nach Penny DL Spieltag Nummer 32 und der Begegnung zwischen den Schwenninger Wildwings und der Düsseldorfer EG. Endstand nach Overtime 3:2 für die Wildwings. Hier vorne neben mir haben die beiden Cheftrainer Platz genommen. Ganz rechts außen der Coach der Gäste Harold Kreis und in der Mitte Wildwings Cheftrainer Niklas Sundblatt. Wir beginnen wie immer mit den Trainerstimmen zum Spiel. Herr Kreis, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, guten Abend zusammen. Meine Gratulation an Niklas und seine Mannschaft. Wir haben uns auf das Spiel heute Abend gefreut. Wir haben ja viel schon über die Eisfläche gehört, NHL-Größe und so weiter. Und die Spieler haben sich wirklich drauf gefreut. Und ich fand, wir haben uns eigentlich gut geschlagen dafür, dass die meisten nicht auf dieser Eisfläche gespielt haben oder lange nicht mehr. Wir haben erwartet, dass Schwenningen wie üblich Druck macht, die Räume eng macht. Das ist auch geschehen. Und wie gesagt, wir haben, fand ich, gute Spielanteile. Wir haben dann Probleme bekommen, als wir ins Powerplay kamen. Also ein Gegentreffer, weil wir einfach nicht vehement die Scheibe nachgehen in der neutralen Zone und auch in Überzahl. Sonst, fand ich, haben wir eben uns gut geschlagen. Wir hatten einige Pfosten, ein paar Mal Metall getroffen. Aber insgesamt, wie gesagt, Chancen auf beide Seiten. Ich fand, die Torhüter haben beide gut gespielt und ja, in Verlängerung kann alles passieren, also daher jeder Punkt zählt und ein Punkt aus Schwenningen mitzunehmen ist für uns gut. Wir hätten gern mehr, aber es ist gut. Danke. Danke für Ihr Statement. Niklas, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal guten Abend. Vielen Dank, Harry, für das. Und ja, von unserer Seite würde ich sagen, Düsseldorf war schnell in der Anfangsphase. Das ist eine unheimlich schnelle Mannschaft. Und in dem Umschaltungsspiel von Düsseldorf, da kommt er schnell. Und dann kriegt er auch der 1-0. Wir machen einen kleinen Fehler in unserer Verteidiger da. Ja, und wir kämpfen zurück. Ich würde sagen, wir zweite Drittel haben wir besser gespielt, war viel mehr Druck genommen in der offensive Zone, aber dann leider haben wir so viele Strafe genommen da und dann ist es schwer, weil es ist nur eine eigene Zone dann, wenn wir müssen verteidigen uns. Aber wie gesagt, 2-2 und hart gekämpft das letzte Drittel beide Seiten. Wie gesagt, Herr hat gesagt auch, der hat ein paar Pfosten da und wir hatten auch ein paar große Torchancen und Overtime, ja, da haben wir Glück auf unserer Seite heute und gewinnen das Spiel. Wir sind froh mit den 2 Punkten heute, was da war ein enges Spiel und Düsseldorf war ein schwerer Gegner für uns, weißt du, so. Wir genießen den Sieg heute und jetzt müssen wir neue Energie tanken und schnell ein Spiel morgen gehen wir los wieder. Danke. Danke auch dir, Niklas. Gibt es nun Fragen von den anwesenden Journalisten? Wer ist morgen im Tor, fragt Heinz Wittmann von der Neckarquelle. Muss wir morgen sehen, aber wahrscheinlich soll Joachim morgen stehen. Aber wenn es nichts, kein Spezielles passiert, dann steht Joachim morgen. Wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, entlasse ich die beiden Cheftrainer, den Düsseldorfer, eine gute Nachhausefahrt. Und Niklas, wir sehen uns morgen schon wieder hier gegen die Iserlohn Roosters. Bis dann, schönen Abend zusammen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Danke.